Später am Morgen. Ziellos driftete ich durch die Gänge des Supermarkts und konnte mich nicht mehr erinnern, weswegen ich eigentlich überhaupt hergekommen war. Sobald meine Torten im Ofen waren, hatte ich das Haus verlassen und in der Eile natürlich die lange Einkaufsliste vergessen, die Mom mir an der Arbeitsplatte diktiert hatte. Es war nun das zweite Mal in dieser Woche, dass ich meine Eltern streiten gehört hatte. War die Atmosphäre in unserem Haus schon viel länger angespannt, als ich glaubte? Ich dachte an Dads konsequenten Rückzug in sein Arbeitszimmer während der letzten Monate. Und Moms übertriebener Perfektionsdrang war auch nichts Neues. Zum ersten Mal war er mir aufgefallen, kurz nachdem Charity und ich vor 3 Jahren von unserem ungeplanten Ausflug zur Großmutter Kramer zurückgekehrt waren. Mom war rasend dabei beschäftigt gewesen, die Fransen aller Teppiche im Haus zu bürsten, zu messen und auf exakt die gleiche Länge zu trimmen. Dad hatte danach für Wochen alle Scheren versteckt. Ich vermute, dass ich damals zu jung gewesen war, um die eigenartige Stimmung zwischen ihnen zu verstehen. Und natürlich hatte niemand ein Wort darüber verloren. Hatte es so in Aprils Familie angefangen? War es dem ähnlich, was Daniel in seinem zerrütteten Zuhause erlebt hatte? Allerdings wusste ich, dass es für ihn viel schlimmer gewesen war. Die Streiterei meiner Eltern war nichts im Vergleich zu dem, was Daniel hatte durchmachen müssen. Ich legte einen Beutel Preiselbeeren in meinem Einkaufskorb und schob alle Gedanken an Daniel beiseite. Ich stöberte in den Angebotsregalen nach allem auf der Liste, woran ich mich erinnern konnte, bezahlte für meinen Einkauf und machte mich auf den Heimweg. Als ich in den Eingangsbereich kam, schlug mir Gestank entgegen. Irgendetwas brannte. Ich ließ meine Einkaufstaschen fallen und rannte in die Küche. Nur einer meiner Kuchen stand zum Abkühlen auf der Arbeitsplatte. Schnell öffnete ich die Backofentür. Schwarze Rauchschwaden umhüllten mich, sodass ich husten und würgen musste. Ich öffnete das Fenster über dem Spülbecken und versuchte, den Rauch nach draußen zu dirigieren. Doch es war zu spät. Der Rauchmelder im Flur meldete sich kreischend zu Wort. Ich hielt mir die Ohren zu und lief zu Dads Arbeitszimmer. Der Rauchmelder befand sich genau vor der geschlossenen Tür. Ich riss die Tür auf und war überrascht, Dad hier nicht zu finden und noch viel mehr überrascht, dass niemand aus der Familie auf diesen schreienden Alarm reagierte. Ich mühte mich mit dem Fenster im Arbeitszimmer ab und ritzte mir beinahe an einem hervorstehenden Nagel auf der Fensterbank die Hand auf. Blödes altes Haus. Schließlich bekam ich das Fenster auf und schnappte mir ein Buch von einem Stapel auf Dads Schreibtisch, mit dem ich den Rauch vom Rauchmelder fortwedelte, bis das schrille Kreischen endlich aufhörte. In meinen Ohren klingelte es noch, während ich das Buch zurück auf diesen Turm zu Babel legte, dem der Schreibtisch meines Vaters glich. Kreuz und quer lagen Bücher und Zettel über den Tisch verteilt. Das Buch, das ich in der Hand hielt, hatte einen faltigen Ledereinband und sah älter als alles aus, was ich in der Rose Crest Leihbücherei je zu Gesicht bekommen hatte. Auf dem Buchumschlag befand sich die silberne Radierung einer zarten Glockenblume. Auch der Titel war in mittlerweile abgegriffenem Silber graviert. Loup Garou. So ein Wort hatte ich noch nie gehört. Ich öffnete das Buch. Anscheinend war es auf Französisch verfasst. Ich untersuchte das nächste Buch, das nun auf dem Stapel oben auflag. Dieses sah nicht ganz so alt aus, war aber genauso abgegriffen. Lycanthropie. Segen oder Fluch. Ich wollte es gerade aufklappen, als mein Blick auf ein längliches, schmales Sammeletui fiel, das zwischen den Papierstapeln lag. Es sah aus wie ein Halsschmucketui von einem teuren Juwelier. Ich legte das Buch zur Seite und klappte den Deckel des Etuis auf. Dons silberner Dolch lag darin. Der Dolch, den ich in Dads Büro drüben in der Pfarrkirche versteckt hatte. Wozu sollte Dad ihn hergebracht haben? Und warum ließ er ihn offen herumliegen, wo sich doch ein Kleinkind im Haus befand? Die Vordertür öffnete sich klappernd. »Was zum Himmel ist hier los?« Moms Stimme hallte durch den Flur. Ich legte das Messer-Etui auf das höchste Regalbrett und lief hinaus, um Mom zu begrüßen. Sie trug James auf der Hüfte und eine Tasche von Day's Market in der Hand. »Na toll, ich hab einen der Kuchen vergessen, stimmt's?« Ich nickte. Dennoch wurde ich das Gefühl nicht los, dass es mein Fehler war, weil ich mich so lange im Laden aufgehalten habe. »Wirklich toll«, sagte sie,
Nachdem du weg warst, sind mir noch ein paar Sachen eingefallen, also bin ich rüber zu Days gelaufen. Und jetzt stinkt das ganze Haus. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ich spielte mit dem Gedanken, meine Petition für ein Mobiltelefon erneut einzureichen, besann mich aber eines Besseren, als James sich weigerte, heruntergelassen zu werden. Er schlang seine Beine um Moms Knie und klammerte sich an ihrer Bluse fest. Ich erbot mich, ihn zu übernehmen. Mom pflückte ihn von ihren Beinen und gab ihn mir. »Der Rauch wird sich schon wieder verziehen«, sagte ich und versuchte, mir James auf die Hüfte zu setzen. Wieso war offenbar ich diejenige, die hier in letzter Zeit alles zusammenhielt? Im verzweifelten Versuch, aus meinen Armen in Moms zu springen, verlor James seine Decke. »Decke!« schrie er, brach in Tränen aus und trat mit seinen Äffchenpantoffeln gegen meine Beine. Ich hob die Decke auf und rollte sie zu einer Puppe zusammen. »Wah, wah!« machte ich und tat so, als ob ich sein Gesicht damit küssen wollte. Sein Gequengel verwandelte sich in ein Lachen und mit seinen kleinen dünnen Ärmchen umarmte er die Decke. »Ich mache noch mal ein paar Fenster auf«, sagte ich zu Mom. »Und dann suche ich Charity, damit sie sich um James kümmern kann, während ich dir beim Kochen helfe.« »Danke.« Mom rieb sich die Schläfen. Charity sollte bald zurück sein. Sie ist zu den Johnson rübergegangen, um ihre Vögel zu füttern. Sag ihr, dass sie James in ein paar Stunden etwas zu essen machen soll. Das Festmahl beginnt um 3 und dann möchte ich, dass er spätestens um 2 im Bett liegt, um ein Schläfchen zu machen. Aber wir müssen ihm im Arbeitszimmer in das Reisebettchen legen. Tante Carol schläft in seinem Zimmer. Toll. Genau, was meinem Dad heute noch gefehlt hatte. Tante Carol. Festmahl. Die Familie meiner Mutter ist zur Hälfte römisch-katholisch und zur Hälfte jüdisch. Ironie des Schicksals für die Frau eines protestantischen Pfarrers. Und obwohl sie katholisch erzogen wurde, feierte ihre Familie immer das Pascha-Fest und Chanukka. Ich glaube, daher kam diese interessante Tradition, immer einen Extraplatz am Tisch für besondere Gelegenheiten freizuhalten. Gemäß Tante Carol war es ein Ausdruck der Hoffnung und des Glaubens an den Messias, der eines Tages kommen würde. Während ich das einigermaßen cool fand, störte es Dad, denn er glaubte natürlich, dass der Messias bereits in Gestalt Jesus Christus erschienen war. Und daher begriff er eine solche Tradition als Angriff auf seine Ergebenheit an ihn. Mom, die sowohl ihn als ihre Schwester zu beschwichtigen suchte, sagte dann immer, er solle es einfach als einen Extraplatz für unerwartete Gäste betrachten. Heute allerdings schien mein Vater die Tradition der Familie meiner Mutter besonders ärgerlich zu finden, als er die bunt gemischte Truppe aus einsamen Herzen, jungen Familien, Witwen, Witwern und alleinerziehenden Müttern betrachtete, die sich um unseren Festtagstisch versammelt hatte und dabei feststellte, dass es nicht nur einen leeren Platz gab, sondern 2. Einer befand sich an seinem Ende des Tisches, der andere lag mir gegenüber und war mit einem besonderen goldenen Kelch sowie goldenem Besteck geschmückt. Dad schaute auf den Kelch und murmelte etwas in sich hinein. Dann breitete sich ein beinahe herzliches Lächeln über seinem Gesicht aus. »Wollen wir anfangen?« fragte er die Anwesenden. Erwartungsvolle Gesichter nickten und April leckte sich sogar über die Lippen. Allerdings blickte sie währenddessen Jude an, so dass es nicht unbedingt etwas mit dem Essen zu tun haben musste. »Wer fehlt denn?« fragte Pete Bradshaw und deutete auf die beiden leeren Plätze. Er und seine Mom saßen neben mir. Pete hatte mir leid getan, als er mir erzählte, sein Dad habe wegen einer dringenden Konferenz in Toledo den jährlichen Thanksgiving-Ausflug absagen müssen. Und ich war froh, dass Pete hier war, um die Distanz zwischen meinen Eltern zu überbrücken, die sich stechende Blicke zuwarfen, als er diese Frage stellte. »Don Monet muss in Day's Market noch abschließen«, sagte Dad, »und Meredith wollte nicht auf ihn warten.« Mom hustete. »Don hat weder zu noch abgesagt. Da hat es ja nicht viel Sinn, wenn wir warten und gar nicht wissen, ob er kommt.« »Ich bin sicher, dass er bald hier sein wird«, gab Dad zurück und lächelte Mom an. Ich fragte mich, ob er wohl recht hatte oder ob Don noch immer
über der Begegnung mit meinem Vater vor ein paar Tagen brütete. Tatsächlich spürte ich ein bedrückendes Gefühl, als ich mir ihn allein in seinem Apartment hinter der Pfarrkirche vorstellte. »Und der andere Platz«, fuhr Mom fort, »ist eine Familientradition.« Dad grunzte. »Meredith hat mich gebeten, ein besonderes Dankgebet für unser Mahl zu sprechen.« Tante Carol blickte Dad böse an, sehr wahrscheinlich auf Geheiß meiner Mutter. Dad reichte Jude zu seiner Linken die Hand und Leroy Maddox zu seiner Rechten. Wir hielten uns alle an den Händen, wobei sich meine Finger zögernd um Pete's verschränkten. Dad begann sein Dankgebet. Seine Stimme war gleichmäßig und es klang, als ob er die Worte in seinem Büro in der Pfarrkirche oder wo er sonst bis zum Beginn des Essens abgeblieben war, einstudiert hätte. »Vater, wir haben uns hier versammelt, um deine Freigebigkeit zu feiern. Du hast uns so reichlich gegeben, dass wir es mit anderen teilen wollen. Und deshalb halten wir für den unerwarteten Besucher einen Platz an unserem Tische frei, um uns daran zu erinnern, unser Haus denen zu öffnen, die uns brauchen. Und uns an die zu erinnern, die hier sein sollten. Der Rest unserer Familie, mein Vater und Mary Ann Duke.« Er machte eine kleine Pause und fuhr dann fort. »Wir danken dir für deine Gabe.« Die Türglocke ertönte. Mom zappelte auf ihrem Stuhl herum. »Wir danken dir für deine Gaben. Beschütze uns und segne dieses Mahl, so dass es uns nährt und stärkt, so wie du unsere Seelen nährst und stärkst. Amen.« »Amen«, stimmten alle ein. Mein Platz war an jenem Tischende, das sich in den Eingangsbereich hinausstreckte. Ich stand auf, ging zur Tür, öffnete sie und erwartete, Don vorzufinden. Doch stattdessen stand da dieser unglaublich attraktive Typ mit kurzem hellbraunen Haar, sowie Baumwollhosen und einem blauen Hemd auf der Veranda. »Tut mir leid, dass ich zu spät bin«, sagte er. »Grace, wer ist da?« rief Mom aus dem Esszimmer. »Daniel«, flüsterte ich.